Der Profi-Basketball hat heute bedauerlicherweise ein schlechtes Bild abgegeben. Bei der Begegnung zwischen Movistar Estudiantes und Tenerife Iberostar in der Endesa-Liga kam es heute Nachmittag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem bekannten Trainer der Madrilenen Francisco Carrascosa und seinem Assistenztrainer Marco Monte. Der Montes. Verein hat jede Stellungnahme zu den Vorstellungen. Ich heiße Marco Montes, ihr Arschgeigen. Wir schalten jetzt um zum Apollo Club in Barcelona, Schauplatz des einzigen Konzerts von Mermelada, einer sagenumwobenen Rhythm and Blues Band aus den 80ern. Der neu zusammengekommen ist und heute Abend ein Konzert noch geben. Das gibt's nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum bleibt ihr eigentlich stehen? Nicht gesehen, dass ich im Anflug bin? Es handelt sich um den Verein Los Amigos. Sie werden mit Menschen arbeiten, die intellektuell eingeschränkt sind. Was soll der Scheiß? Nicht in dem Ton, Senor Montes. Entschuldigen Sie mal, Frau Richterin, aber ich muss euer schon... Euer Ehren. Aber, Euer Ehren, ich verstehe gar nicht, von wem Sie da reden. Meinen Sie vielleicht Bekloppte? Euer Ehren hat sie gerade gebeten, auf ihre Wortwahl zu achten. Ach, hab ich Scheiße gesagt? Nein, es ist viel schlimmer. Verletzend. Ja, Vicky? Ja? Aber wie schön. Schön, schön, schön. Sehr schön. Gut. Küsschen, Vicky. Also bis die Tage, meine Hübsche. Mach's gut, ja? Ist super, oder? Ja, ja. Ja, dann also Dienstag und Donnerstag. Und das jeweils zwei Stunden. Großartig, das wird die Jungs freuen. Du machst sie richtig glücklich damit. Ich finde, so ist es besser. Klar, klar. Und samstags sind Spiele, damit du dich nicht langweilst. Wunderbar, wunderbar. Weiß ich schon von Vicky, ja. Fantastisch. Marco? Niemand erfährt, dass du hier bist, weil du Sozialstunden ableisten musst. Und die Jungs? Du wirst die Jungs lieben. Ihr folgt mir jetzt. Und bleibt in einer Reihe. Reihe? Wie bitte? Was Paquito meinte, sollen wir in eine Richtung oder die Richtung ändern? Ja, das genauso. Fahren mit dreifach überschrittener Promillegrenze, Beschädigung eines Streifenwagens, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Nein, 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 seien Sie bitte still. Was für eine Ehre, dass ein Profi wie du interessiert ist, mit einer Mannschaft für unserer zu arbeiten. Interessiert ist nicht das richtige Wort. Mannschaft auch nicht. Wann soll ich den Jungs sagen, dass es losgeht? Sie werden mit Menschen arbeiten, die intellektuell eingeschränkt sind. Was soll der Scheiß? Ach, du arbeitest mit Bekloppten? Sucht euch einen Partner. Ich hab eine Freundin. Hat der überhaupt nicht. Ich spiel Angriff. Heißt das Durchgedrehte mit Schulproblemen? Nein, 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 Mama, nein. Bekloppte. Zurückgebliebene. Nicht in dem Ton, Senor Montes. Nehmt einen Ball. Nein, nein, einen. Du in Rot, nimm einen Ball. Ich komme. Mal sehen, wie ihr euch bewegt. Entschuldigung. Du sollst ja keine Lakers aus ihnen machen. Jetzt weiß ich, warum ihr sie Sacklaus nennt. So richtig drauf auf den Sack, die Laus da. Sie müssen nicht mal gut spielen. Ich verlange keine Garantie. Nur, dass du nicht das Handtuch wirfst. Sie tun's auch nicht. Ich kann nicht mit einem Haufen 30-Jähriger rumziehen, die sich benehmen wie 6-Jährige. Wir sind eine Mannschaft und werden als Mannschaft gewinnen. Du bist ihr Trainer und du hast sie zu beschützen und zu verteidigen. Genau, Viva, ihr Trainer und nicht ihr Vater. Mir würde es auch nicht gefallen, ein Kind wie unser eins zu haben. Nein, nein, entschuldige. Es würde mir aber gefallen, einen Vater zu haben wie dich. Und tausendmal danke für alles. So wie es aussieht, nehmt ihr an einem Wettkampf teil. Und teilnehmen heißt gewinnen. Sie sind ein guter Mensch. Du machst es sehr gut. Für Basketball ist er aber sehr winzig. Sehr winzig. Nicht winzig. Der Mann ist nur noch nicht gewachsen. Mein Job ist, normale Spieler zu trainieren. Das sind keine Spieler. Und normal sind sie auch nicht. Und wer ist normal, Markus? Sind wir beide normal? Eins, zwei. Eins, zwei. Wo sind deine Kameraden? Wer da?
Hier geblieben, nicht weg, ja. Andere weg da, nicht weil. Aber Paquito? Es ist schwer, aber nicht unmöglich.